Leute, jetzt hier schön Monster Energy Aufkleber, Tacho verdecken, kein Bock immer zu zensieren, weil ich 5 km/h oder so schneller fahre, weißt du, immer schön zensieren, die Kacke, gar keinen Bock mehr drauf. Mal gucken, ob ich den so lasse oder mir noch zurechtschneide, muss ich noch mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch einen ganz anderen Aufkleber. Egal. Besser als nichts, oder? Schön Monster Energy. Ah, sieht ein bisschen kacke aus, so mitten im Display, ne? Muss ich mir eigentlich zurechtschneiden. Guck ich nochmal. So. Gerade ein bisschen Landstraße gefahren und jetzt auf dem Weg Richtung Stadt. Mal gucken, ob irgendwas in der Stadt geht. Vielleicht fahre ich noch zum Kumpel oder sowas. Irgendwas muss ich heute noch machen. Das ist todeslangweilig. Mann, Alter, was ist das schon wieder für eine Baustelle hier? Immer am Machen, die Leute, immer am Machen. Oh Mann, ey. Naja, was willst du machen, ne? 3 Wochen keinen Sport mehr gehabt. Handgelenk fuckt ab. Geht auch nicht weg. Ich hatte schon alles gehabt, Rückenschmerzen, Ellbogen, Schulter, jetzt Handgelenk. Normalerweise geht das immer von selber weg. Aber jetzt ist das schon seit 3 Wochen hier so. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Vielleicht schalte ich zu viel oder fahre zu viel Motorrad. Also es tut auch nur weh bei Belastung. Ich war beim Arzt, hat da aber leider nichts gebracht, weil ich zum Orthopäden wahrscheinlich muss und die müssen das abchecken, aber ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wie lange man beim Orthopäden dann sitzt. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich versuche es nochmal ab nächste Woche Sport machen. Naja, gucke ich einfach mal, ne? Normalerweise, wie gesagt, geht das immer alles von selber weg, aber 3 Wochen jetzt keine Ruhe. Es ist jetzt auch kein Dollarschmerz, aber man merkt es schon ganz schön. Nervt auch ganz schön. Naja, was willst du machen, ne? Hier los. Zum Schreien lassen oder was? Idiot. Scheiß Skoda. So Leute, 18.000 sind voll. Und dann hoffen wir mal, dass die nächsten 6.000 bei 24.000 dann nicht so teuer werden. Woo! Alter Schwede. Sowas ist echt gefährlich. Ich bin so ein richtiger Penner. Da dringelt doch der Opel, oder? Na klar dringelt der. Ich hätte es doch genauso machen sollen. Hat denn der Opel hier so viel Sound? Naja, immerhin hat er eine Blondine am Start, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sind doch hier 2 Kollegen, die beiden Opels. Warum hat er so Sound? Naja, der hat jetzt auch nicht so wirklich Sound, aber das ist doch nur ein scheiß Astra.
er hat einen Porsche unterm Arsch. Ach so, ich dachte, das wäre ein Touran oder sowas. Vielleicht hat er Bock auf ein kleines Rennen. Er guckt nicht. Er guckt nicht, er lächelt einfach nur. Warum lächelt er? Der guckt einfach nicht. Er lächelt einfach nur. Was denkt der gerade? Er lächelt einfach. Normalerweise hassen mich ältere Leute dafür, aber irgendwie feiern die es heute. Geil, was ist los in Braunschweig? Finde ich gut. Jetzt aber zack, zack hier. Was geht hier sonst noch in Braunschweig? Das müssen wir noch herausfinden. Anscheinend nicht viel, weil es heute Montag ist. So Leute, Flash Pauna Tunga ab zu Burger King. Erstmal Chicken Nugget Burger holen, 4 Stück. Schön im Gutschein, 2 Stück für 2 Euro. Dann machen wir den Gutschein zweimal. Haben wir 4 Stück für 4 Euro. Besser geht's nicht. Oh, todesmüde heute. Aber egal. Maschine ist noch komplett kalt, also keine Drehzahl jetzt geben. Ich fahre meine immer erst warm, bevor ich Drehzahl gebe. Das solltet ihr auch machen. Wetter. Ja, spuck auf den Boden, Kollege, spuck auf den Boden, du Ekliger. Boah, ist ganz schön kalt, ehrlich. Ich merk's richtig in den Armen. Ich habe nur meinen Pullover mitgenommen und dann noch eine Lederweste drüber gezogen. Aber in den Armen merke ich es richtig. Boah, ich zitter richtig. Ach du Scheiße. Brrr, ist das kalt. Oh, was ist das denn? Schick, schick. Ich mag alte Autos. Aber der sieht gut aus. Ah, sorry, aber... Ich parke jetzt erstmal hier. Was heißt parken? Ich halte hier, ich parke nicht. Was ist denn? Was ist denn los? Hier, guck mal, es ist kein Opa. Mein Gott. Oh Mann, Alter, er tut so, als wenn das der Weltuntergang ist. Also sowas kann ich nicht nachvollziehen. Er tut so, als wenn er dadurch jetzt irgendwie eine Stunde später zur Arbeit oder nach Hause kommt oder was. Außerdem wollte ich doch eh geradeaus.
hat er nichts zu meckern. Mir ist klar, dass das nicht legal ist, aber es wird in der Regel von der Polizei toleriert, zumindest von den meisten. Ich meine, ich habe ja auch schon gefiltert, also gelanesplittet, oder wie man es auch nennen mag, vor der Polizei, und ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern. Da haben die mir sogar, ich bin durch die Mitte, und da sind, haben sie mir sogar extra Platz gemacht, dass ich noch durch kann, weil ich hätte da nicht durchgepasst. Hier unsere Braunschweiger Polizei. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen, zweimal, das ist jetzt schon passiert. Und da haben die mir echt Platz gemacht. Also Braunschweiger Polizei, top. Zumindest manche. Die machen ja auch nur ihren Job, ne?